Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Tomb Raider: The Angel of Darkness. Es geht direkt weiter. Okay. Und zwar am Anfang ist es noch okay, wenn man die Munition einsammelt der Wachen. Aber jetzt, wo jetzt dann dieses Gas kommt, bleibt am besten nicht stehen. Sammelt Munition am besten nicht ein, solange ihr keine Gasmaske habt. Und sie sagt auch, sie kriegt keine Luft. Und ihr müsst ja, und jetzt müssen wir, jetzt müsst ihr diese Gasmasken finden. Und ich laufe jetzt gerade falsch. Und jetzt laufe ich zwar richtig und ich rede und ich drehe mich jetzt zwar nochmal um und laufe wieder falsch, um festzustellen, dass ich wieder falsch laufe, ja. Das finde ich nicht ganz wunderbar. Okay. Wer sich an den Anfang erinnern. Ich brauche eine Gasmaske. Schnell. Ich Okay, brauche eine Lara, ich weiß Gasmaske. Bescheid. Schnell. Okay, Ich hier muss diese bin ich Gasmaske komplett falsch. Hier finden. geht's also nicht zurück. Und zwar geht es wirklich jetzt darum, dass man eine Gasmaske finden muss. Und danke, dass du mich anschießt. Und diese Gasmaske sollte man aufsetzen und verwenden. Ja, und deswegen ist jetzt wirklich jetzt ganz wichtig, so schnell wie möglich eine zu finden, weil sie hustet jetzt auch schon. Und es ist wirklich nicht gut, wenn sie hustet. Glaubt mir, glaubt es mir einfach. Und die Tür ist zu. Klasse. Okay, dann geht's hier rein. Und das heißt, ich darf jetzt die ganzen Treppen hochlatschen. Na, wunderbar. Das vergeudet auch alles nur Zeit und Luftanzeige. Also, wie ihr seht, die rote, blaue Anzeige unter meiner roten Anzeige, unter meiner Lebensanzeige, ist die Anzeige für, wie lange es dies verträgt. Und sie verträgt es einfach nicht wirklich sehr lange. Und deswegen ist es auch ist jetzt wirklich wichtig, dass ich so schnell wie möglich. Ah, oh, schieß mich doch gleich tot, echt jetzt. Dass ich so schnell wie möglich eine Gasmaske finde. Und ich hoffe, ich erwische gleich die richtige Tür, aber natürlich werde ich enttäuscht. Und erwischt so die falsche Tür. Wie immer. Okay. Macht ja nichts. Jetzt geht's. Jetzt gehen wir in die nächste Tür rein und ich hoffe, dass ich jetzt richtig bin. Und ich glaube schon, ja. Jetzt sind hier. Gasmasken. Ja, keine Sekunde zu früh, da hast du recht. Und jetzt sind hier Gasmasken. Lara, es sind hier zwar drei drin, aber Lara nimmt nur eine mit. Ich bin jetzt schneller. Halten Sie die Sprinttaste und die Sprinttaste zeige ich euch erst im übernächsten Level. Und jetzt war ich merke meine jetzt und diese Geräte hier, wo ich gerade vorhin entlang nochmal hin zurückgegangen bin neben der Gasmaske, die sollte man eigentlich verwenden können, um das Gemälde abscannen zu können. Aber irgendwie hat das Spiel da einen Bug und es geht aber leider nicht. Und ich habe es auch jedes Mal, wenn ich das Spiel neu gespielt habe, es geht irgendwie nicht und eigentlich müsste das gehen. Weil es wäre auch sehr wichtig, dieses Gemälde irgendwie abzuscannen. Und eigentlich müsste es wirklich gehen, aber ich weiß nicht, wie es geht. Tut mir echt leid. Ja, und jetzt muss ich mich auf den Weg nach draußen machen. Ich muss, selbst wenn ich jetzt eine Gasmaske habe, lange wird die Gasmaske mich vor dem Gas auch nicht schützen. Und deswegen, und damit ihr seht, dass die Gasmaske mich schützt, ist unter der Lebensanzeige einen grünen Streifen. Und der zeigt an, zeigt an, wie lange die Gasmaske noch hält oder wie auch immer. Die ist auf jeden Fall zu. Okay. Und hier ist anscheinend irgendwer, aber irgendwie nimmt die Lara niemanden im Visier. Also auch die Gasmaske hat ein begrenztes Limit. Und zwar ein längeres Limit, als wenn man ohne Gasmaske rumrennt. Aber es ist trotzdem ein Limit, das begrenzt ist. Also man kann jetzt nicht stundenlang in dem Louvre rumtanzen. Man sollte wirklich am besten so schnell wie möglich nach draußen kommen. Und ich, also ich normal, wenn ich für mich spiele, sammle ich die Gasmaske zwar auch ein, aber ich verwende sie nicht. Ich verwende sie einfach nicht. Weil ich es immer schaffe, so schnell zu sein, dass ich sie gar nicht mehr brauche. Und in meinem Let's Play war ich mir jetzt ein bisschen unsicher und deswegen habe ich es jetzt einfach genommen, weil die meisten werden sich sowieso nehmen. Und jetzt machen wir, und da wir ja noch Zeit haben, können wir noch einen Abstreifer durch diese Tür machen. Und diese Tür führt uns eigentlich nur zum Herrenklo und zur Frauentoilette. Also das ist so ein witziger Nebeneffekt.
Man kann da reingehen, man muss aber nicht reingehen, weil es lohnt sich eigentlich nicht wirklich. Ja. Und weil sich das jetzt halt nicht wirklich lohnt, braucht das eigentlich auch nicht machen, aber es ist halt witzig, ein lustiger Nebeneffekt zu machen, wenn man die Gasmaske aufgesammelt hat. Und mir ist schon mal passiert, dass mein Spiel ist sowas von einem Gag hatte, und zwar jetzt kommt nämlich eine Cutscene, eine Filmsequenz, so. Und zwar jetzt kommt nämlich eine Filmsequenz, und in dieser Filmsequenz, weil ich habe nicht einmal die Gasmaske verwendet, hatte ich in der Filmsequenz die Gasmaske immer noch auf, obwohl man sie in der Filmsequenz los ist. Genau deswegen hasse ich es auch, die Gasmaske aufzusetzen, und deswegen renne ich durch das ganze Level durch und verwende die Gasmaske gar nicht. Aber anscheinend hat es jetzt diesmal geklappt mit der Filmsequenz ohne Gasmaske, zum Glück. Ja, und jetzt begegnen wir hier einem bekannten Kerl, den wir ja schon mal gesehen haben. Und jetzt hört ihr den Herzschlag. Also ich weiß jetzt nicht, ob es der Herzschlag von Lara ist oder von ihm. Das kann ich euch leider nicht sagen, aber ich denke, er ist von Lara. Oder auch von ihm. Oder, also ich glaube, er ist von beiden. Und dieser Kerl, der nimmt mir jetzt meine ganzen Waffen weg. Und deswegen habe ich auch euch gesagt, habe ich euch auch jede Waffe vorgeführt und auch die Munition fast verschossen. Weil es wirklich unwichtig war, ob man die Munition noch braucht oder nicht, weil man verliert jetzt sowieso alle Waffen. Und diese Waffen findet man auch nie wieder. Als wenn es noch nicht gereicht hätte, mir die Waffen zu nehmen, musste mir jetzt auch noch mein Gemälde der Finsternis nehmen. Ich glaube, ich hänge. Das ist mein Gemälde. Ich habe dafür lange kämpfen müssen gegen einen Geist. Und du ziehst es einfach auf meinen Rucksack raus. Oh! Also solche Kerle hasse ich. Ja. Und diese Szene finde ich total genial. Also in dieser Szene finde ich es wirklich geil, wenn die sich jetzt endlich küssen würden. Aber sie küssen sich leider nicht. Leider. Ah. Okay. Jetzt bin ich wehrlos. Ohne Waffen. Und ohne Gemälde. Aber auch ich kriege einen kleinen Trostpreis, den ich später aufheben werde. Und diese Waffe da, die sich da so bewegt und so komisch orangelich leuchtet, ist ein Diskus, ist ein runder Diskus. Und diese Waffe kann nur er beherrschen. Und und diese Kerle, die schießen auf mich, weil sie mich töten wollen, aber es bringt ihnen immer noch nichts. Aber es bringt ihnen nichts, weil ich bin zu schnell für sie. Und wachsam wie Lara ist, verfolgt sie jetzt, wir werden es gleich sehen, verfolgt sie jetzt diesen Kerl, um ihr Gemälde zu bekommen. Also wie ihr gesehen habt, streicht der einfach die Hand aus und die Tür explodiert. Also ich finde das schon ungeahnte, geile Kräfte. Also bitte, wer hat denn schon solche Kräfte? Und ich finde, also die Waffe ist wirklich genial, was der an der Hand hat. Also wirklich, ich finde die total geil. Und ich möchte die auch verwenden. Also ich finde die wirklich toll. Und jetzt grinst nicht so. Und ich schaffe es gerade noch durch den runden Diskus da und durch die runde Scheibe durch die Tür zu kommen. Welch ein Glück. Und jetzt kann mich dieser Kerl nicht mehr verfolgen. Und er ist nicht sehr begeistert darüber. Aber meine Verfolgung für diesen Typen ist jetzt immer noch nichts vorbei. Und man meint eigentlich, dass der jetzt stirbt, aber der kommt heil unten an. Und ich darf die ganzen Treppen laufen. Na super, okay. Na zumindest nicht ich. Das ist ja immer nur eine Filmsequenz. Und auf jeden Fall endet meine Verfolgung jetzt gleich, der liegt mich jetzt auf dem Boden. Er wurde bewusstlos geschlagen. Und auch ich war jetzt dann gleich bewusstlos geschlagen, und zwar in 3, 2, 1. Und zwar wurde ich jetzt bewusstlos geschlagen von einem Kerl, den wir alle ganz gut kennen. Und zwar, es ist der Türsteher von Bouchard.